Hey, ich bin Laura und ich begrüße euch zu einem neuen Video. In diesem zeige ich euch Ideen, die man für die Tischdekoration unter anderem nutzen kann. Ich dachte, ich mache mal so ein Thema auf, zu Ostern natürlich. Und wir starten auch schon direkt mit der ersten Idee. So eine habe ich ja schon ähnlich gezeigt zu Weihnachten und auch jetzt vor kurzem vor Ostern. Aber ich wollte euch das unbedingt auch nochmal zeigen. Ihr braucht dafür einen Kaffeefilter und ich habe mir so eine Form für wie zu zwei Bälle übereinander ausgeschnitten und das mit 10 Kaffeefiltern insgesamt gemacht. Dann habe ich jede Schicht hier dreimal geklebt, habe das gut trocknen lassen und dann die jeweiligen Schichten nochmal so an drei Stellen beklebt. Wenn wir das dann alles auseinanderfalten, so wie ihr das jetzt hier seht, entsteht daraus so ein Wabenkonstrukt, eine Wabenfigur und danach habe ich noch zwei Ohren daran geklemmt, so dass daraus Osterhasen entstehen. Und so könnt ihr daraus solche Waben-Osterhasen machen. Die könnt ihr natürlich an Ostern sehr schön auf den Tisch stellen. Falls es nicht ganz klappt, einfach einen Holzring oder sowas darunter stellen und damit habt ihr eine sehr einfache Tischdeko. Als weitere Idee zeige ich euch erst einmal, wie ihr diese Papierblumen selber machen könnt. Dafür braucht ihr Aquarellpapier, das ist ein bisschen fester. Da müsst ihr als erstes einen Kreis ausschneiden und aus diesem Kreis schneidet ihr dann eine Spirale aus, so wie ich das jetzt hier zeige. Wenn ihr damit fertig seid, müsst ihr am Ende das Ganze aufrollen, so weit, bis ihr zur Mitte gelangt seid. Das ist bei diesem Aquarellpapier etwas schwierig, das eben so dicker ist, aber das schafft ihr auch noch. Und dann könnt ihr am Ende das Ganze einfach ein bisschen zusammenkleben mit diesem Podest, das quasi da rausgekommen ist und am besten mit einer Klammer fixieren, bis es auch getrocknet ist. Außerdem habe ich noch Blätter ausgeschnitten, dafür habe ich einfach das Papier einmal geteilt und dann so einen Bogen daraus geschnitten, so dass ihr dann am Ende, wenn ihr das aufhaltet, eben solche Blattformen habt. Als nächstes habe ich mir so einen Aquarellstift genommen. Das ist ganz praktisch, denn der funktioniert wie ein Filzstift. Ihr könnt also als erstes die Ränder damit bemalen und danach nehmt ihr euch einen Pinsel und könnt mit etwas Wasser die Farbe so verstreichen und verwischen lassen. Dadurch habt ihr eben dann diesen Aquarelleffekt, das zeige ich euch hier auch noch mal ein bisschen näher, das finde ich total schön. Und das habe ich mit Aquarellstiften auch noch mal gemacht, diesen Buntstiften hier. Dafür habe ich einfach das ebenfalls ein bisschen verteilt darauf, dann mit etwas Wasser wieder verwischt, sodass so ein Aquarelleffekt kommt und dann mit diesem Textliner noch ein paar Highlights gemalt, so ein paar Schattierungen und auch die Ränder, sodass es ein bisschen echter aussieht. Danach habe ich mir diese Tüte genommen, habe dort einen Spruch, den ich schon vorher gelettert habe, darauf geklebt und dann drumherum diese verschiedenen Blüten raufgeklebt. Das könnt ihr auch als Tischkärtchen benutzen oder ihr könnt diese Geschenktüten auf den Tisch stellen, falls ihr ein kleines Geschenk für jeden habt. Ich finde, das kann man ganz individuell benutzen. Man kann auch quasi daraus Anhänger machen, die vielleicht ein bisschen kleiner sind und sie an den Strauß hängen, an den Osterstrauß. Und so habt ihr eben hier zwei verschiedene Varianten. Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, welche Variante ihr besser findet. Könnt ihr natürlich auch für die nächsten Anlässe nehmen, Muttertag oder einfach für den Frühling. Wie auch immer, es ist auf jeden Fall immer richtig schön. Für diese Idee braucht ihr eine Streichholzschachtel und zwar eine für diese langen Streichhölzer. Die habe ich als erstes mit Motivpapier beklebt und dann habe ich aus weiterem Buntpapier und diesen Einzelteilen so einen Hasen ausgeschnitten und dann die einzelnen Teile zusammengefügt. Auf einen Kreis habe ich dann mit einem sehr dünnen Liner noch zwei Augen und einen Mund drauf gemalt und eine Nase aufgeklebt. Danach konnte ich das Ganze bekleben und so zusammensetzen und habe dann noch so ein paar Sticker gehabt, die so 3D-mäßig waren mit Blüten und einem Schmetterling. Zum Schluss konnte ich dann die Streichholzschachtel noch mit ein paar von diesen Eiern befüllen
und habe da noch ein bisschen Ostergras reingegeben. Und das könnt ihr natürlich auch sehr gut als Tischdeko nehmen oder als kleine Aufmerksamkeit für eure Gäste. Für diese Idee habe ich mir aus einer Sofortbildkamera ein Foto des Gastes ausgedruckt, dann den Namen darauf geschrieben und mit einem Draht befestigt. Außerdem habe ich mit Basteldraht und Holzperlen so ein kleines Podest gebastelt. Danach habe ich noch eine alte Eierschale benutzt, habe mit Essig das Etikett darauf entfernt bzw. diesen Barcode, habe dort etwas Steckschaum reingelegt, der schon mit Wasser getränkt war und habe das mit Frühblühern dann eben bestückt, sodass daraus so ein Mini-Strauß kam und zum Schluss konnte ich dann mein Namensschildchen dort noch oben reinstecken und so habt ihr auch eine sehr, sehr schnelle und einfache Idee für den Osterbrunch, was ich auch total süß finde. Für diese Idee braucht ihr eine Serviette, die ihr als erstes aufhaltet, danach ungefähr so etwas kleiner macht, da die so an sich ein bisschen zu groß ist. Danach könnt ihr die einfach so aufrollen und so nach oben klappen. Nun nehmt ihr euch ein gekochtes Ei, auf das habe ich schon einen kleinen Mund sowie zwei Augen drauf gemalt. Und habe jetzt meine Serviette so da drumherum gebunden. Als nächstes habe ich dann einfach mir etwas Jutegarn genommen, an dem ich schon ein Namensschildchen befestigt habe. Und das Ganze dann oben umwickelt. Und wenn ihr seht, wenn das so festgemacht wird, könnt ihr dann auch so einen kleinen Osterhasen daraus erkennen. Und so habt ihr ebenfalls eine sehr, sehr schnelle Idee für eure Tischdeko als Namensschildchen für Ostern. Und als letzte Idee zeige ich euch hier nochmal, wie ihr aus so einer Vorlage einfach, die ihr dann auf Motivpapier oder Tonpapier übertragt, ebenfalls eine kleine Aufmerksamkeit für eure Gäste machen könnt. Die habe ich dann als nächstes ausgeschnitten. Habe mir noch so ein kleines Podest ausgeschnitten, das ich dann mit Bastelkleber zusammengefügt habe. Dann konnte ich auch den Hasen an sich falten und das Podest in die Mitte des Hasens kleben. Darauf habe ich so ein kleines Ferrero-Küsschen gelegt. Und das Ganze dann oben zusammengebunden, ebenfalls mit etwas Stickgarn und auch noch mit einem kleinen Namensschild. Und so habt ihr ebenfalls eine kleine Aufmerksamkeit für eure Gäste und gleichzeitig auch noch ein Namensschild für diese. Das waren meine Ideen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem, wenn ihr mich abonniert und die Glocke aktiviert, um nichts mehr zu verpassen. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!